Nach 10 Spieltagen liegt Real Madrid in La Liga derzeit auf einem indiskutablen 9. Tabellenplatz. Nach der 1:5-Klatsche im Clásico gegen den FC Barcelona, musste Trainer Julen Lopetegui seinen Hut nehmen und machte Platz für Interimscoach Santiago Solari. Um die Königlichen wieder in die Spur zu bringen, benötigt der amtierende Champions-League-Sieger aber wohl auch neue Spieler. Dem Vernehmen nach sollen dabei die Verhandlungen mit Ezequiel Palacios von River Plate bereits weit fortgeschritten sein. Neben Real Madrid sollen auch der FC Barcelona und Inter Mailand in der Vergangenheit ein Auge auf den Shootingstar des argentinischen Spitzenclubs geworfen haben. Einem Bericht von Tit Sports zufolge sollen die Madrilenen das Wettrennen um den 20-Jährigen jedoch gewonnen haben. Demnach habe der spanische Traditionsverein vor, sich bereits in diesem Winter für 20 Millionen Euro die Rechte an dem Youngster zu sichern, ihn jedoch bis zum Ende der Saison bei seinem aktuellen Arbeitgeber zu belassen. Real Madrid have hijacked Inter Milan's move for River Plate Midfielder Ezequiel Palacios by placing a 20 Euro im Bid Calcio Mercato, Rumors Transfers 24/7, at Rumors Transfers 30. Oktober 2018. Entgegen dieser Berichte hat nun der Berater des argentinischen Mittelfeldspielers erklärt, dass es bis dato keineswegs zu einer Einigung mit den Spaniern gekommen sei. Niemand von Real Madrid hat mich wegen Palacios angerufen, so Renato Corsi gegenüber Radio El Mundo am 1070. Darüber hinaus sei es auch von Seiten des FC Barcelona bislang noch zu keiner Kontaktaufnahme gekommen. Bestätigen konnte der Agent jedoch das Interesse der Nerazzurri. Ja, Zanetti von Inter hat mich angerufen, um mir zu sagen, dass sie ihn verfolgen und wir sind in Kontakt, so der 55-Jährige. Palacios ist noch bis zum Sommer 2021 vertraglich an River Plate gebunden. Für eine Summe von 15 Millionen Euro wäre der Mittelfeldakteur jedoch aktuell zu haben. Dies wird sich jedoch voraussichtlich bereits in wenigen Tagen ändern. So erklärte Corsi, dass man vorhabe, sich nach der Halbfinalparty in der Copa Libertadores gegen Gremio Porto Alegre mit River Plate zusammenzusetzen. Punkt. Dabei soll unter anderem die Ausstiegsklausel auf stolze 30 Millionen Euro verdoppelt werden.